Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es geht jetzt wieder um die, halte ich es richtig, Fine, Funkstrecke. Und zwar haben wir die Funkstrecke ja schon ausgepackt und uns angeguckt, und jetzt geht's ans Testen. Ich richte euch, ich habe extra auch die Sicht jetzt nochmal gewählt, weil ich dann halt schnell da besser an den Ausgang komme und das wechseln kann, als wenn die Kamera von oben ist, und dann seht ihr das auch. Kriegt ihr euch erstmal nach unten auf den Tisch. So. Wir haben noch mal, ich zeige euch nochmal, was wir hier haben. Benutzerhandbuch, leider nicht in Deutsch. Entry Card. Die Basisstation, die ich mir anhefte. Nee, der Sender, das Mikrofon, die Basisstation und zwei Adapterkabel. Wobei wir nur einen brauchen, und da haben wir so ein Zettelchen dran. Dann gucken wir einfach mal, was da drauf steht. Phone und Kamera. Gut. Wir werden einfach beide mal testen. Weil ich habe drei Striche, das weiß ich, und der für Kamera hat nur zwei. Müssen wir mal kontrollieren. Und ich bin auch über die Soundqualität gespannt. Ich werde dann im Nachhinein das dann nochmal wahrscheinlich zum Ende, wo ich dann halt jetzt gleich sprechen werde mit euch über das Mikrofon, nochmal dann im Endeffekt am PC mich nochmal aufnehmen und was dazu sagen, weil ich will ja auch mein Fazit dazu geben, wie ich das Mikrofon finde. Und das weiß ich ja noch nicht. So, wir haben jetzt erstmal den Kabel gemacht. Jetzt machen wir das hier auf. Und hier kommen zwei AA-Batterien rein. Ich habe hier von meinem Weihnachtsbaum noch welche über. Die sind noch nicht alle, die Batterien. Deswegen sind die offen. So. Zumachen. Okay. On, off. Jetzt müssen wir das hier reinstecken, ist drinne. Und es geht nicht. So, ganz neue Batterien. Ach, das sind die dreifach. Ah, das sind die falschen. So, aber jetzt. Nagelneue. Dann machen wir die erstmal weg hier, nicht, dass ich genau irgendwie durcheinander komme. So lang und die so lang. Nee. Ach, jetzt doch. Jetzt ist es an. Gut, ist an. So. Jetzt nehmen wir, wie war das hier? Hier. Hier kommen dann dreifach A rein. Oh Gott.
Ist doch nicht. So. Muss ich jetzt mal gucken. Das ist Plus. Das ist Minus. So, leuchtet auch schon. So. Wir haben jetzt hier auch einen Kanal, leider mit 4 Kommastellen. Ja. Scheint aber zu verbinden. Ich werde nochmal hier Z drücken. Ja, es leuchtet kurzzeitig grün auf. Ja, dann wechselt er hier im Kanal und hier wechselt er gleich mit. Okay, werden wir mal testen. So, ich mache jetzt kurz einen Cut. Ich wechsle jetzt das Mikrofon. So, ich richte euch mal hoch. Ich muss mich verbessern. Ich habe doch an der Kamera mit nur 2 schwarzen Strichen und nicht mit 3. Muss ich mich verbessern. Ich bin jetzt über die Funkstrecke verbunden mit der Kamera. Also ich habe hier kein Kabel. Das ist der einzige Kabel, der geht hier rein. Und dann an der Kamera haben wir denn das Adapterstück. Und ja, das kann man auflegen, unten rauflegen, hängen lassen. Hängen lassen finde ich ein bisschen problematisch, weil das hat schon ein bisschen Gewicht. Und da müsste man dann mal gucken, wie man das macht, weil wenn ich es halt drüber mache, wenn ich es oben rauflege, dann sehe ich den nicht mehr. So ein bisschen daneben kann ich es machen, dass ich einen halben Bildschirm noch sehe. Ja, aber da müsste man sich was einfallen lassen. Aber so geht es schon mal. So. Ich weiß auch nicht, ob das mit der Antenne so prickelnd ist, wenn an das Metall vom Stativ kommt. Ich bin mal gespannt, wie sich das anhört. Esel fressen, Nessel nicht. Nesseln fressen, Esel nicht. So, ich werde jetzt mal einfach mal Z drücken, während ich hier live quatsche. Und ich will wissen, dadurch, ob da ein Abbruch ist, ob ein komisches Geräusch kommt, ob es dann schlechter ist, ob es dann besser ist, dass man das dann weiß. Dann kann ich bei einer Frequenz bleiben oder falls dann Störfrequenzen irgendwie sind oder so, dass ich dann halt auch, ich weiß nicht, ob die sieht man hier, glaube ich, dann auch nicht, dass man dann halt auch ohne Probleme dann umswitchen könnte. So, ich drücke jetzt Z. Gedrückt. Jetzt sind wir auf 573,000. Akku ist hier voll. Ich habe auch eine schöne Akkuanzeige. Display vielleicht ein Tick größer, das Display. Und ich weiß nicht, ob es mit so vielen Nullen da hinten sein muss. Ob man das hätte ein bisschen cutten können. Das wirkt ein bisschen überkandidelt, wenn du sagst, welche Frequenz bist du? 573,00. Anstatt du sagst, du bist auf 3, 2, 1 oder 10 oder 28,5 oder irgend sowas. Ich habe jetzt nochmal Z gedrückt. Ich drücke jetzt nochmal Z. Ich sage euch, wenn ich Z drücke, sage ich jetzt. Jetzt. Und jetzt ist es auch grün geblinkt. Also es ist wirklich Millisekunden hinterher. Ich sag mal jetzt, wenn ich hier drücke. Und dann hebe ich den Finger, wenn das grüne Licht leuchtet. Jetzt. Ja, also eine kleine Verzögerung ist, aber es reagiert sehr schnell. Ich habe auch nur einen Z-Knopf. Also ich kann halt nur diesen Z-Knopf drücken und dann geht da eine Frequenz weiter. Ich kann nicht Minus machen. Wenn ich den hier gedrückt hätte, werden wir mal testen. Ich habe ihn jetzt kalten jetzt hier gedrückt. Ich nochmal hier gedrückt halten. Ja, bei gedrückt halten passiert gar nichts.
kann halt Frequenzen vornehmen. Ich gehe jetzt hier einfach mal durch. Jetzt bin ich bei 580. Also ich kann halt wirklich nur fortlaufend gehen, aber nicht mehr. Da haben wir eine kleine Antenne, einen schönen großen Bügel, dass man sich das an der Hose machen kann oder von mir aus, wenn man nicht gerade zu sehen ist, oben am T-Shirt. So. Dann hat man hier das halt so und wäre jetzt auch möglich, aber natürlich kommt das an die Hose. Mehr haben wir hier nicht. Also wir haben eigentlich praktisch nur das Batteriefach, was sich vorne befindet. Wartet mal, ich zoome euch mal ran. Ich behalte das Mikro. Entschuldigung, falscher Knopf. So, ich zoome euch mal ran. Also wir haben praktisch jetzt nur vorne das Batteriefach. Da müsst ihr aufpassen, die sind so ein bisschen, also haben ein bisschen Spielraum. So, dann haben wir hier praktisch den An- und Ausknopf. Und hier oben haben wir Set. Wenn er das jetzt mal will. So, Set haben wir da und da kann man nur einmal drücken. Das Mikrofon ist wie so ein XLR-Stecker gemacht, so ein bisschen, der Stecker. Hat den Vorteil, dass man es nicht rausruppen kann. Man muss halt den Knopf drücken und dann rausziehen. Hat aber auch den Nachteil, dass wir auf dieses Mikrofon zwangsläufig festgelegt sind. Wir können jetzt nicht, würde ich mir vielleicht beim nächsten Mal wünschen, zusätzlich einen Klinker oder einen Klinkeradapter, hierfür so einen Klinkeradapter oder allgemein einen Klinkerin zu machen. Klinke geht auch nicht so schnell raus und man ist nicht auf das Mikrofon angewiesen, dass wenn dann halt das Mikrofon mal kaputt geht von der Funkstrecke, dass man nicht eine neue Funkstrecke kaufen muss, was wieder Müll produziert und dann schmeißt man das alles weg. Ist ja auch Quatsch. Ja? Dass man dann einfach sagt, ist okay, ich nehme jetzt einfach mein altes Mikrofon oder mein kabelgebundenes Mikrofon und mache dann einfach den Klinkeranschluss daran und dann ist gut. Ja? Weil ich weiß auch nicht, ob man diesen Kabel hier einzeln kriegt oder ob das jetzt sein muss, dass es so ein Mini-XLR-Anschluss ist für eine bessere Qualität. Das weiß ich auch nicht. Ich werde mal den Hersteller einfach mal anfragen. Fragen kostet ja nichts. So, aber das soll es jetzt soweit dazu auch gewesen sein. Ich bin mal gespannt. Ich hoffe, die Soundqualität ist gut. Wirklich, weil ich würde es mir wünschen, weil dann könnte ich mir bei meinen Verpackvideos und oder wenn ich wieder am Tisch sitze oder auf meinem Sofa sitze und mache ich auch gerne und zeige euch irgendwas oder packe irgendwas aus, ist ein bisschen gemütlicher. Weil ich will ja auch irgendwann demnächst mal so Mystery-Boxen testen, habe ich gedacht, bei bestimmten Bereichen und so. Und wo, also erstmal natürlich das zahlen, was ich zahlen muss und danach dann halt Mystery-Boxen für 25 und für 50 Euro sowas mal testen und die würde ich dann halt ungern jetzt hier am Unboxing-Tisch auspacken mit Kamera von der Seite. Ich würde die dann gerne schon auf der Couch auspacken, sitze auf der Couch, Wohnzimmertisch und packe dann aus und ist gemütlicher, finde ich. Und da ist dann natürlich so eine Funkstrecke ideal, weil ich habe dann nicht den Kabel, ich brauche dann nicht Verlängerungskabel ranmachen, wo ich dann immer aufpassen muss oder beim Geschenke verpacken, habe ich dann halt das hier dran und habe hier alles frei und die Kamera ist ja von vorne und muss nicht aufpassen beim Schneiden, dass ich irgendwie ein Kabel aus Versehen durchschneide oder sowas. Oder wo der Kabel jetzt hängt, nicht, dass ich den mit ins Klebeband drin mache und dann hängt damit am Paket dran oder so. Ja, da habe ich das dann mit der Funkstrecke dann natürlich wesentlich besser. Ich werde natürlich mein Kabelgebundenes weiterhin teilweise nutzen und die Funkstrecke dann nutzen, wenn sie sein muss. Es sei denn, die hat natürlich eine bessere Qualität, dann werde ich zusehen, dass ich die so häufig wie möglich nutze. Ist ja logisch. So, aber halt, mein Kabelgebundenes ist trotzdem auch sehr gut und rinn, zack, an, fertig, kann gleich loslegen. Wenn ich so filme, dann geht das auch und wenn ich hier oben bin, geht das auch relativ mit dem Kabelgebundenen. Aber naja, Funkstrecke ist schon natürlich ein bisschen bequemer, muss man sagen.
So, das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich weiß nicht, wie es sich angehört hat, das Mikrofon. Ich hab's noch dran. Wir werden uns das jetzt gleich anhören am PC. Und also beim Schneiden werde ich mir das anhören und dann werde ich nochmal mit Camtasia mich aufnehmen und nochmal ein Fazit dazu geben, wie ich es finde. Was mir dazu einfällt und ja, dann würde ich sagen, bis gleich am PC. So, ja, ich habe mir das jetzt angehört. Hört sich ein bisschen hell an, der Sound. Aber ich denke mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben für das bisschen, wo ich es denn nutzen würde, wenn jetzt zum Beispiel Weihnachten für Unboxing, also praktisch Verpackvideos und so, und die Unboxing-Videos, wenn ich die auf dem Sofa mache. Da denke ich mal, ist das ganz okay. Da kann man mal kurzzeitig drauf verzichten. Vielleicht kann ich es ja auch noch hinkriegen, dass der Sound ein bisschen kräftiger sich anhört und nicht ich weiß nicht, so hell hört der sich an, finde ich. Aber da muss ich noch gucken, ob ich da was machen kann. Vielleicht kann ich ja in Camtasia die Tonspur ein bisschen besser optimieren oder so, dass es sich besser anhört. Aber das kann ich nicht versprechen. Aber das teste ich noch, da gucke ich mal, was ich machen kann. Aber so wie gesagt, ist das eigentlich ganz brauchbar. Man darf halt unten an den Adapter nicht rankommen. Einfach runterhängen lassen oder oben rauflegen und dann ist das gut, weil sonst kommen da Störgeräusche. Ist aber ein bisschen, ist echt ein bisschen ärgerlich, dass sich das so hell anhört. Ich hätte mir echt ein bisschen mehr erhofft. Aber vielleicht kriege ich ja noch was hin. Wir haben auch leider keine Einstellung an dem Gerät an sich, dass wir sagen können, wir wollen Sound irgendwie einstellen oder so. Leider. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es uns angehört. Es ist okay. Begeistert bin ich nicht, sage ich auch so, wie es ist. Die Hardware an sich ist eine gute Qualität. Aber die Mikrofonqualität habe ich mir besser vorgestellt. Aber mal gucken. So, jetzt ist Familientag. Die Kleine guckt schon po. Oh, schöne Paw Patrol. Jetzt machen wir Popcorn und gucken Film. Und ja, wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.